Betrachten Sie dies als kleines Präsent. Das Ihnen vielleicht ein bisschen jetzt Unbehagen verschaffen soll. Ja, aber vielleicht auch nicht. Ja, richtig. Wir sind nämlich nur vorgeschoben, um eventuelle Unmutsäußerungen wie Beschmeißungen oder Wortbeschimpfungen, die von Ihnen kommen könnten, um sich schützend vor diese K&K-Aktionisten zu stellen. Ja, sei es gesagt. Ja, was hat das jetzt mit Kunst zu tun, werden Sie sich sicherlich schon gefragt haben. Richtig. Es ist keine Kunst, einen Klumpen oder so einen Stangerl oder einen Knödel in der Hand zu halten. Ich mache im Boden. Ja, dann müssen wir weiter. Ja, da gehört natürlich schon noch ein bisschen was dazu. Ja.
herzlich zur Ausstellungseröffnung mit dem Thema Kombination und Kooperation begrüßen und freue mich, dass Sie wirklich so zahlreich unserer Einladung gefolgt sind. Besonders begrüßen darf ich unseren Pfarrer, Herrn Magister Johann Fürst. Und wir werden im Frühjahr oder im Sommer, im nächsten Jahr, werden wir ein großes Fest machen und da werden wir dieses Gebilde, was Sie heute alle gemeinsam gemacht haben, werden wir eröffnen und ich darf unseren Herrn Bürgermeister schon ersuchen, sich einen Platz auszudenken, wo wir dieses Gebilde stehen können und wo wir dieses Fest feiern können. Und er hat schon gewinkt, also es wird möglich sein. Danke vielmals, Herr Bürgermeister. In unserer Zeit, wo man vielfach das Spektakuläre in einer Quantitätseuphorie feiert, möchte ich einfach daran erinnern, dass Kultur überhaupt immer von der kleinsten Seele ausgeht, von ihr ausgeht und nicht von der Masse. Kunst ist Sinnlichkeit und Freude am Ausdruck und ich freue mich sehr, hier im Namen des Kulturkreises Sie begrüßen zu dürfen und möchte sagen, diese Gedanken sind kombiniert und kooperativ, die ich hier eingebracht habe. Und vor 2 Stunden hat mich jemand gefragt, was Vernissage heißt und wo es herkommt, das Wort. Dann habe ich dann nachgeschaut, es kommt aus dem Französischen und heißt in erster Linie Lackierung. Nur eine Bemerkung am Rande.